Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist Freitag, Arbeitswochenfinale, das Wochenende, das steht vor der Tür und es ist schön, Sie wieder begrüßen zu dürfen zu Megional, den Nachrichten hier im Mittelerzgebirgsfernsehen am 9. Juni. Vor vielen Jahren schlug Martin Luther seine Thesen an die Kirchentür. Um genau zu sein, vor ziemlich genau 500 Jahren. Nicole Fugmann-Müller war im Sendegebiet unterwegs und hat sich eine Ausstellung zu diesem Thema angeschaut. In der Kirche Deutsch Einsiedel lädt momentan eine Sonderausstellung rund um die Reformation im Erzgebirge zum Entdecken ein. Pfarrer Michael Herzer erläuterte, wie die Idee zustande kam. Ja, wir haben natürlich die Tradition, dass wir in Deutsch Einsiedel schon die vierte Ausstellung jetzt machen. Das war, sagen wir mal, das Äußere. Und dann kam das Lutherjubiläum dazu. Und ich habe mal angeregt, wir könnten doch mal schauen, wie sich die Reformation auch auf unser Gebiet hier ausgewirkt hat. Was es da eventuell für Beziehungen von Martin Luther gibt. Und da sind wir dann doch auf einiges gestoßen. Und da ist die Ausstellung so Stück für Stück gewachsen. Wie ist denn die Ausstellung aufgebaut? Ja, wir haben einmal einen Teil zu Orten der Reformation im Erzgebirge und im größeren Bereich des Erzgebirges. Und wir stellen einige Personen vor, die mit der Reformation im Erzgebirge zu tun haben. Und dann ist natürlich Luther und Melanchthon noch ein kleiner Teil gewidmet, mal als Überblick. Wieso ist die Ausstellung gerade in der Kirche in Deutsch Einsiedel zu finden? Ja, die Deutsch-Einsiedlerkirche bietet sich von den Räumlichkeiten einfach dafür an. Sie ist am Glockenwanderweg gelegen, am Kammwanderweg und auch am Grenzübergang. Wir haben die Erfahrung gemacht, die Ausstellungen werden dort doch von vielen Menschen besucht. Und dafür bot sie sich uns in besonderer Weise an, die Kirche. Was möchte die Kirchgemeinde mit dieser Ausstellung erreichen oder was ist ihr Ziel? Wir möchten Martin Luther gern bekannter machen, auch in unserer Region, möchten gern regionalgeschichtliche Bezüge herstellen und wir möchten natürlich auch die Kirche etwas noch mehr genutzt haben, deshalb überhaupt die Ausstellung und deshalb auch in diesem Jahr die Ausstellung zu Martin Luther. Und regionale Bezüge finden sich in der Ausstellung einige. So wurde in Arnsfeld ein Enkel Luthers in der Kirche beigesetzt. Wolkenstein galt sogar als Zentrum der Reformation im Gebirge. Und in St. Joachimsthal wurde sogar die erste evangelische Kirche der Welt gebaut. Wie lange kann man denn die Ausstellung besichtigen? Ja, wir haben ja am 28. Mai eröffnet und wir werden sie jetzt vorhalten bis Anfang Oktober, solange das Wetter es erlaubt. Und die Kirche ist von 10 bis gegen 18 Uhr immer geöffnet täglich. Olbernhauer können ab sofort ein Zeichen setzen. Nicole Fugmann-Müller hat sich in die Spur gemacht, um herauszufinden, womit. Herr Brückner, in Olbernhau gibt es etwas Neues. Was ist das denn? Wir haben neue Stadtfahnen, die also vom Stolz der Olbernhauer künden sollen und nicht nur zu 115 Jahre Stadt Olbernhau wehen sollen, sondern zum Teil auch das ganze Jahr und bei besonderen Anlässen natürlich. Was ist denn der Grund oder die Anregung dafür gewesen? Es sind zum Teil Olbernhauer immer wieder in die Touristinformation gekommen und haben gefragt, ob sie Hissflaggen bei uns von Olbernhau erhalten können. Und da gab es bislang keine. Und daran hat der Tourismusverein die Initiative ergriffen und mit der Stadtverwaltung gemeinsam diese Hissflaggen entworfen und aufgelegt. Was ist denn auf dieser neuen Hissflagge für Olbernhau zu sehen? Natürlich das Stadtwappen und die Farben von Olbernhau. Und da beziehen wir uns ganz eindeutig auf den 1. Januar 1902. Als aus dem sächsischen Hauptstaatsarchiv oder in das sächsische Hauptstaatsarchiv das Wappen von Olbernhau verbrieft wurde. Und da steht drin, dem königlichen Ministerium beehre ich mich, das angefertigte Wappen für die Stadt Olbernhau in einem blauen geteilten Schilde, oben drei silberne weiße Tannen, unten Wellenschnitt neunmal geteilt von weiß und blau, wonach die Stadt oben weiß und unten blau aus Fahnenstreifen zu tragen hat. Welche Symbolik steckt denn hinter dem Wappen? Ja, das ist sicher die drei Tannen, das ist der Waldreichtum, der hier für die Region um Olbernhau stand und auch steht. Und natürlich der Wasserreichtum. Olbernhau trägt ja auch noch den schmückenden Beinamen Stadt der sieben Täler. Ein Zeichen setzen auch die Besitzer der folgenden Fahrzeuge. Heute für Sie der dritte und letzte Teil der Serie Spezielle Fahrzeuge und ihre Halter.
Schönherr ist da und ist mit einem speziellen alten Traktor angereist. Ja, speziell ist er nicht, aber ist ein Deutz, Kleckner Deutz, Baujahr 1954, hat 30 PS und ein bisschen Reifendruck. Wie viel Zeit wird denn investiert für den Erhalt der schönen Maschine? Viel. Dank meiner Frau darf ich das auch. Ja, nee, wird schon. Weil man muss reparieren, bevor was kaputt geht. Also er ist recht pflegeaufwendig, wenn ich das... Nee, das nicht. Aber man muss schon ein bisschen drauf achten. Wie gefällt Ihnen die Veranstaltung hier in Lauter? Immer wieder super. Ich bin das 12. Mal jetzt hier. Oh. Immer. Ich bin Gründungsmitglied so ungefähr. Und ja, jedes Jahr wieder kann man. Du bist mit einem speziellen Modell Zweirad hier angereist. Was hast du hier zusammengeschmiedet? Um Himmels Willen, erklär mir das. Also ich bin nicht der Verursacher. Das war ein Geburtstagsgeschenk zum 40. Da hat mein Kumpel sich mit meinen anderen Kumpanen zusammengetan zu einer Gang und die haben dann das Ding zusammengeschmiedet. Komplett aus alten Teilen, alles was in der Scheune zu finden war. Und das haben die mir dann zum 40. Geburtstag kredenzt. Und das Ding ist fahrbereit? Das Ding ist fahrbereit. Ich muss bloß mit der Gemischeinstellung noch ein bisschen was machen und läuft nicht ganz rund, aber man kann damit fahren. Unglaublich. Ja, das war aber von meinem Kumpel aus, glaube ich, auch nicht so geplant, dass ich damit groß rumfahre, weil ich habe dann noch ein paar kleine Abänderungen machen müssen, Motor richtig aufhängen müssen und so. Einen hohen Lenker hat es ja noch angekriegt. Aber die fährt. Könntest du den Hubel mal anwerfen? Ja, ne. Ich hoffe, dass er angeht. Schnurrt wie ein Kätzchen. Ja, wer nicht motorisiert am Wochenende unterwegs sein möchte, der sollte jetzt die Lauscher und Äuglein aufsperren. Denn dieser Tourtipp ist ein tolles Wanderziel, bei dem Sie mit einem herrlichen Ausblick belohnt werden. Heute zeigen wir Ihnen einmal einen wunderschönen Blick auf den Marienberger Ortsteil Buberschau. Der Aussichtspunkt Blauer Stein liegt mitten im Ortskern. Erreichbar ist dieser über einen schattigen Wanderweg. Aus der Ortsmitte von Buberschau können Sie beispielsweise den Stangenweg hinaufgehen und oben dann rechts in den Weg Richtung Blauerstein einbiegen. Vor Ort erwarten Sie mehrere Sitzgelegenheiten für eine zünftige Wanderrast. Das Felsplateau ist durch ein Geländer gesichert. Von der Felskante genießt man einen atemberaubenden Blick auf Buberschau und die umliegenden Berghänge. Übrigens, der Name Blauer Stein soll daher kommen, dass hier früher bläulich schimmerndes Gestein abgebaut wurde. Ja, wenn Sie einen Tourtipp oder ein besonderes Ausflugsziel haben, dann teilen Sie uns das doch einfach mit. Geht ganz einfach via Facebook und per E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Geheimtipps. Mit Blitz an ein schickes Bild von sich und ihrem Gefährt gelangen sie auf unseren Straßen im Sendegebiet sowohl am Wochenende als auch gleich wieder zum Wochenstart. Und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei, die drehen ihre Runden auf der B101 und B174 und die Kontrolleure im Auftrag des Landratsamtes lauern auch schon wieder. Also Augen auf und Fuß vom Gas. Damit gebe ich ab zu dir ins Wetterstudio. Ja,
Ja, heute war er nun doch der wärmste Tag der Arbeitswoche und das mit allem drum und dran. Und damit sage ich herzlich willkommen hier beim MEF Wetter. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel wieder klar bis leicht bewölkt und es ist auch wieder trocken. Und wenn man mit relativ frischen Temperaturen klarkommt, dann kann man sich wieder mal in Ruhe die Sternchen und den Vollmond ansehen. Aber vorsichtshalber eine Jacke drüber ziehen, denn es wird, wie gesagt, relativ frisch. In Olbernhau werden 11 bis 14 Grad angezeigt. Rund um Marienberg gibt es zwischen 10 und 13 Grad. Und bei Zschobau zeigen die Thermometer zwischen 11 und 14 Grad an. Auch der Wind schaltet einen Gang zurück und weht nur noch gering mit um die 10 Kilometer pro Stunde aus Westen. Der morgige Samstag wird ein schöner Tag. Der Himmel präsentiert sich wechselnd bewölkt mit bis zu 5 Sonnenstunden. Die Wolken am Himmel haben nur dekorative Aufgaben. Ein Niederschlagsrisiko geht von denen nicht aus. Es bleibt also trocken. Das bescheinigen auch die Zahlen. 5% Regenwahrscheinlichkeit stehen hier zu Buche. Temperaturtechnisch könnte es zwar etwas wärmer sein, aber wir sind auch schon mit den prognostizierten Werten zufrieden. In Halbach stehen zwischen 15 und 19 Grad in den Thermometern. In Großrückerswalde am Alten Gericht haben sie nicht nur einen super Ausblick, sondern auch 16 bis 19 Grad. Und die Griesbacher können sich auf 16 bis 21 Grad freuen. Der Wind weht wieder leicht mit um die 17 Kilometer pro Stunde und böig mit bis zu 42 Kilometer pro Stunde aus Nordwesten. Der weitere Ausblick, liebe Zuschauer. Der Sonntag wird wieder großartig. Der Himmel ist wechselnd bewölkt mit einer großen Portion Sonne und mit 20 bis 24 Grad. Regnen wird es dagegen nicht. Dafür gibt es leichten Wind aus Nordwesten. Die neue Arbeitswoche, also der Montag, beginnt mit etwas Sonne, einigen Gewittern verbunden mit Regenschauern und viel Wind. Die Thermometer zeigen zwischen 19 und 26 Grad und der Wind weht stürmisch in Böen mit bis zu 60 Kilometer pro Stunde aus Nordwesten. Ja, und jetzt machen wir erstmal Wochenende und dann am Montag gibt es wieder das MEF-Wetter hier an dieser Stelle. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch tolle Stunden und sage Tschüss bis Montag. Und was machst du noch so? Kernwischen Hemm. Ja, auch ich verabschiede mich von Ihnen ins Wochenende. Am Montag begrüßt Sie dann mein Kollege Tobias Körner hier an dieser Stelle. Mehr von uns finden Sie auf www.mef-lein.de. Wenn Sie wissen möchten, was alles los war hier in unserem Sendegebiet, dann schauen Sie doch mal im MEF-Wochenrückblick rein. Und auch die Tipps fürs kommende Wochenende können Sie sich hier bei uns abholen. Dazu einfach bei MEF Kompakt reingucken. Das war's von mir fürs Erste. Ihnen einen angenehmen Abend, eine erholsame Nacht, ein schönes und ruhiges Wochenende und einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Wie immer zum Freitag haben wir das Wort zum Wochenende für Sie, aber vorher noch richtig niedliche Aufnahmen aus dem Stadtpark Marienberg. Machen Sie es gut. Tschüss. So, Wetter soll ja ganz schön werden jetzt zum Wochenende. Was macht man da so? Moped fahren, Schwimmbad gehen, Moped bauen, Freunde besuchen. Ja, erstmal gehe ich nachmittags beim Motobus fahren. In Laut. Also Laut heißt es nicht, ich weiß gar nicht, wie es heißt.
Ist ja egal. Hier drüben bei die großen Windmühlen. Und dann abends gehe ich zum Geburtstag vor die 45 Jahre von meinem besten Freund.